Größe wir haben. Wir Frauen haben alle das Bedürfnis, uns, was die Silhouette betrifft, zu perfektionieren. Ja. Oder das steckt in uns drin. Wir möchten so gut wie möglich aussehen. Und auch die Schlaffe in der Körpermitte, doppelte Figurform. Da hast du, also Wespenteil hier ist hallo. Ja. Und was aber auch wichtig ist, man muss dieses Hemdchen, sowie die ganze andere Shapewear auch, richtig anziehen. Ja. Ja. Also man steigt im Grunde, man rollt es auf. Ich gehe mal zu der Indre. Ich nehme mal das Weiße, das kann man schon gut sehen. Mhm. Indre, bleibt bei mir, bitte so. Man rollt dieses Hemdchen quasi wie eine Strumpfhose, kennen Sie alle, meine Damen, ne? So, auf, dann steigt man rein, vorzugsweise mit beiden Beinen nacheinander, zieht es bis hier hoch und dann rollt man es auf. Das heißt, damit drückt man dann die kleinen Röllekes, auch noch mal ein bisschen nach oben, kriegt man, genau, entgegen der Erdanziehungskraft formen wir quasi und unseren schwupps, Körper. Als letztes hüpft der Busen noch rein. Und dann der Busen, den kann man dann noch so ein bisschen schön hier reinhuppen und in Form bringen und dann hat man hier oben das Tolle durch die Breitenträger. Auch, meine Damen, wenn Sie jetzt wirklich einen großen Busen haben, das kneift nicht ein hier, das schneidet nicht ein, das tut nicht weh, das ist der totale Tragekomfort und es ist auch schön hoch ausgeschnitten hier am, am Armausschnitt, sodass auch da die kleinen Speckmäuse, die sich ja so gerne mal einen Platz suchen, überhaupt keinen finden. Deshalb ist das einfach... Diese Hose lieben, in Haut oder in Schwarz. Und die Indre zeigt sie Ihnen und selbstverständlich hat sie einen BH dazu an. Der gehört jetzt nicht dazu, meine Damen, sondern Sie haben ja Ihren Lieblings-BH zu Hause. Wir wollen Ihnen aber mal zeigen, wie toll die Hose ist. Das ist wie ein Bauchbeine-Po-Kurs zum Anziehen. Absolut. Und mit Soforteffekt, das ist ja eben das Tolle. Ne, dass man, und diese kleine Ausbuchtung hinten am Popo, die lupft den Popo eben auch, sodass der nochmal angehoben wird und schön auch nochmal straffer wird dadurch. Das haben Sie, unsere perfekte hohe Hose mit Bein, meine Damen, eben auch in Beige oder in Hautfarben. Die S und die M sind es begrenzt. Jetzt wollen wir hier noch mal eine Empfehlung geben, was die Größen betrifft. Genau, also meine Damen, doch nicht ausreichen würde oder Sie brauchen einen kosmetischen Ausgleich, das gibt es ja auch. Und da kann man eben dieses Torslet anziehen. Das geht im Grunde, wir sehen es perfekt. Das ist so einfach jetzt bei Indre gar nichts zu sehen, weil doch alles schwarz ist. Indre, zeig dich einmal von vorne bitte. So, dies ist das Torslet. Ja, dies hier, hier endet das. Und das ist natürlich Indres BH mit Spitze, mit, ich weiß nicht, in was, vielleicht auch in einer anderen Farbe, was dann rausblitzen kann. Weil, meine Damen, unser Dekolleté, das ist unser Sechser im Lotto, damit müssen wir spielen. Im Popo da reinheben, weil das ist ja eine vorgegebene Form. Und welche Dame ist zufrieden mit ihrem Po, ne? Also alle finden ihn eigentlich zu groß oder zu klein. Tipp, den Männern ist das relativ egal. Die wollen aber unbedingt einen knackigen Po. Wir wollen auch unbedingt einen knackigen Po. Ich wollte das noch mal ganz zeigen. Genau. Auch die verstellbaren Träger, richtig. Das kann man da vielleicht ganz schön zeigen. Das ist nämlich das Tolle, weil wir hatten es vorhin schon bei der langen Hose mit dem langen Bein. Wenn Sie denn mal wohin müssen, ne? Dann wollen Sie sich natürlich nicht komplett ausziehen von oben bis unten. Also hat es hier diese kleinen Häkchen, die sich ganz leicht öffnen und schließen lassen. Das ist auch noch mal verstellbar.